Brüder und Schwestern, wir beten in der Kirche in dieser Woche um die Einheit der Christen. Und sie ist einfach nicht gegeben. Man braucht nicht viel suchen. In Mödling haben wir eine evangelische Pfarre. Es gibt sehr viele christliche Gemeinschaften, die mit der katholischen Kirche wenig bis gar nichts zu tun haben. Und trotzdem nennen sich alle Christen. Und doch ist dieser Auftrag Jesu, dass die Brüder eins sind, das bezog sich damals auf die Apostel, aber auch auf uns heute. Das ist der Wunsch Gottes, dass es eine Kirche gibt. Und das ist bezeichnend, dass in der zweiten Lesung, die wir gehört haben, Paulus dasselbe Problem hat wie wir heute. Also der Brief, aus dem wir heute gehört haben, ich weiß nicht so genau, aber so 30, 40 Jahre nach Jesu Tod wurde er geschrieben, vielleicht ein bisschen später, ist nicht so von Bedeutung. Aber nach so einer kurzen Zeitspanne gibt es Zank und Streit unter den Leuten, weil die einen sagen, die gehören zu dem, die zu dem und eigentlich gehören wir zu Christus und so weiter. Also seit Anfang an gibt es dieses Problem, dass es verschiedene Gruppierungen innerhalb der Kirche Jesu gibt, die ja miteinander nicht immer lieb umgehen und manchmal miteinander nichts zu tun haben wollen. Man muss auch realistisch bleiben. Wahrscheinlich wird es keiner, der hier sitzt, erleben, dass die Kirche Jesu eine Kirche ist. Das erlebe ich jedes Jahr bei der Mehrkonferenz in Augsburg. Jedes Jahr ist es dasselbe. Es ist schön, dass da so viele Christen zusammenkommen, aus ganz verschiedenen Konfessionen. Und wir tun sehr vieles gemeinsam. Da sieht man auch, was möglich ist, wenn man Ökumene richtig versteht. Und trotzdem ist es schmerzhaft, dass es eine Trennung gibt. Die ist real. Was sollen wir also tun, um diesem Auftrag Jesu nachzukommen? Also, dass seine Kirche eine wird. Ich glaube, da ist auch der Petrus ein bisschen hilfreich. Von ihm haben wir im Evangelium gehört, von seiner Berufung. Das ist die erste Begegnung, die Petrus mit Jesus macht. Wo findet er ihn? Beim Fischen. Also, Petrus ist Fischer, er fischt, dorthin kommt Jesus, beruft ihn, Petrus folgt ihm nach. Und nach ungefähr 3 Jahren kommt es zur Kreuzigung Jesu, zu seiner Auferstehung. Und Petrus begegnet Jesus aufs Neue. Also immer wieder, es sind etliche Begegnungen nach der Auferstehung Jesu. Aber das steht ganz am Anfang der Evangelien, die erste Begegnung. Jesu mit Petrus beim Fischen. Und ganz am Ende der Evangelien steht dieselbe Begegnung. Man könnte sich vorstellen, nach 3 Jahren mit Jesus, da müsste man voll apostolischen Eifer sein und einfach ohne Menschenfurcht das Wort Gottes verkünden. Passiert nicht bei Petrus. Wo trifft ihn Jesus? Beim Fischen. Und dann Petrus zeigt sich eines, das ist etwas sehr Menschliches. Das lesen wir auch in der ganzen Bibel, wenn sie vom Volk Israel berichtet. Es ist immer so, volle Begeisterung, ja Herr, wir werden deine Gebote erfüllen. Na, Berg Sinai, Gott sagt dir, da habt ihr meine Gebote, wollt ihr sie befolgen? Ja, wir wollen. Bei Petrus ist dasselbe. Petrus, wirst du mir nachfolgen? Ja, ich will. Nach einer Woche murren wieder alle. Also die Israeliten in der Wüste, also die Gebote, das ist zwar nett, aber das funktioniert nicht und Untreue. Nicht anders ist es beim Petrus. Also es gibt keinen Apostel, den Jesus so scharf mahnt, wo er so unangenehme Worte verwendet wie bei Petrus. Er nennt ihn sogar mal Satan. Das ist echt nicht nett. Weil Petrus immer wieder nach dieser Phase der Begeisterung
ja, irgendwie so Selbstmitleid, Angst oder verschiedene Dinge gibt es bei Petrus. Und so ist es auch bei uns. Auch in dieser Bemühung um die Einheit zwischen den Konfessionen zum Beispiel, gibt es diese Begeisterung und dann wieder, oh, das ist so schwierig alles, weil diese dogmatischen Fragen, das werden wir nie lösen. Wahrscheinlich werden wir sie nie lösen. Aber suche trotzdem die Einheit. Das wäre der Auftrag Jesu. Und dieses Suchen nach der Einheit zwischen den Konfessionen ist auch etwas, das zeigt, wie wir Menschen gestrickt sind. Weil, dass wir die Einheit mit anderen nicht finden können, das sieht man hier oder dort. Also eben, Einheit der Christen gibt's nicht wirklich. Oder andere Lebensbereiche, jeder hat so seine Sachen. Auch in den Familien läuft nicht immer alles paletti. Es gibt auch Streit und manchmal man ist manchmal sehr nachtragend oder die anderen sind sehr nachtragend, weil sie es nicht verstehen. Ne? Aber es gibt's überall in unserem Leben, diese Haltung. Warum? Und da lohnt sich wieder auf Petrus zu schauen. Als Petrus an diesem See, ganz am Ende des Johannesevangeliums, Jesus begegnet und wo Jesus ihn wieder in eine harte Schule nimmt, ne? Also Petrus ist da schon, ich vermute, der war ganz verzweifelt, wo ihn Jesus dreimal fragt, liebst du mich? Und er sagt, ja, lieb ich dich, was willst du? Ich lieb dich, ich will jetzt dir nachfolgen. Und in diesem Moment sieht Petrus, wie wirklich sein Herz ist, dass er schlicht und einfach ein armer Tropf ist. Er ist ängstlich, er ist untreu und so weiter und so fort. Er sieht, wie er ist. Das ist ein wichtiger Schritt. Aber er sieht auch Jesus, der ihn in diesem Moment die wichtigste Frage stellt. Jesus sagt es nicht explizit, aber man könnte auch diese Frage umformulieren, die Jesus stellt. Liebst du mich, Petrus, weil ich dich liebe? Der Knackpunkt ist, also in der eigenen Zerbrochenheit, in der eigenen Schwäche, wie man es halt nennt, ist nicht so wichtig, dass man diesen Blick Jesu, diesen Blick Gottes einfangen kann. Das ist entscheidend. Und wenn wir weiterlesen, also da endet das Johannesevangelium. Petrus hat es endlich kapiert, dass Gott ihn liebt. Er muss nichts leisten. Also er muss nicht brav sein, er muss nicht der Erste sein, er muss nicht mutig sein und so weiter und so fort. Und Gott liebt ihn. Nicht trotzdem, sondern weil er Petrus ist. Man blättert eine Seite weiter, da beginnt die Apostelgeschichte. Und dieser Petrus, der sich vor den Juden versteckt hat, macht die Tür auf, spricht ein paar Worte, die waren sicher nicht besonders gut, der war ja kein Redner, nur ein Fischer, und es bekehren sich Leute, 1000, 5000. Nicht, weil er so toll war, sondern weil er etwas verstanden hat. Sein Leben soll sich nicht um ihn selbst drehen. Wie oft ist es in deinem Leben, dass sich dein Leben nur um dich dreht, weil ich so verletzt bin, weil die anderen so sind, wie sie sind, weil die Welt ungerecht ist, weil. Es geht mir so schlecht, weil das Wetter schlecht ist. Sicher, das sind keine Sachen, die ich kleinreden will. Mir geht's auch nicht jeden Tag gut. Und ich muss mich manchmal sehr zusammenreißen, damit ich den Tag halbwegs, ohne jemanden großen Leiden zuzufügen, überstehe. Aber Jesus lädt uns aus dieser Lethargie, aus diesem Zustand des Selbstbemitleidens und der Selbstbezogenheit zur Freiheit auf. Weil diese Haltung bindet uns. Schau mal, wenn du in der Familie jemanden hast, mit dem du dich nicht verstehst oder wo Verletzungen sind, wo ihr euch nicht verzeihen könnt,
Du kannst dein Leben lang darüber nachtrauern und sodern, dass es so schlecht ist. Und das ist wahrscheinlich auch sehr schlecht, weil das verletzt einen, dass da keine Versöhnung geschieht. Was muss passieren, damit sich was ändert? Und das, was Papst Franziskus den jungen Leuten in Krakau gesagt hat: sei kein Couchpotato. Nimm deinen Hintern hoch und mach was, dann wird etwas geschehen. Anders ist Veränderung nicht möglich. Aber damit man aufstehen kann, braucht man eben Gott. Also ich erfahre das in meinem Leben, in manchen Situationen, in manchen Beziehungen, aus mir selber heraus kann ich das nicht. Ich kann nicht verzeihen. Und dann stelle ich mir Jesus vor, wie er auf das Ganze schaut, voller Mitleid, voller Liebe. Und dann bin ich nicht mehr so wichtig, sondern Jesus wendet meinen Blick zum anderen Menschen. Das ist eigentlich billige Psychologie, was ich euch hier verkaufe, aber das steht auch in der Bibel so. Dazu braucht man keine große Weisheit. Aber wir vergessen das sehr oft, weil das echt ein realer Schmerz sehr oft im Leben ist. Dass wir so schwach sind, dass wir hier oder dort versagen in unserem Leben. Jesus beeindruckt das nicht, dass ich im Selbstmitleid versinke, dass ich nur mich um mich drehe. Und er kommt immer zu mir, wie er zum Petrus kommt. Also Jesus war nie beleidigt. Er ist immer wieder zu Petrus gekommen. Du, komm Petrus, machen wir was gemeinsam. Jedes Mal dasselbe. Und Jesus hat Petrus nicht im Tempel gesucht, sondern da, wo Petrus war. Beim Fischen, jedes Mal aufs Neue. Und so kommt er auch zu dir in dein Leben. Versuche auf diesen Blick Jesu, diesen Blick Gottes einzufangen, ihn abzuspeichern und aus diesem Blick heraus zu handeln, in welcher Beziehung auch immer. Weil die Schwäche, die wird immer da sein. Aber wenn du dabei bleibst, wird sich auch nichts ändern. Wir als Christen sollen die Stärke beim Herrn suchen. Und dann ist vieles möglich. Sehr vieles. Ich wünsche euch viel Mut für diese Woche, damit ihr diesen liebenden Blick Jesu einmal bemerkt in eurem Leben. Vielleicht hast du es schon irgendwo bemerkt, aber dass du es aufs Neue erlebst, wie Jesus dich liebend anschaut, ohne Anklage, nur mit dieser Liebe. Und versuche dann, in diesem Zustand etwas zu tun. Etwas, wovor du Angst vielleicht hast, wo du keine Kraft spürst, dass du es schaffst. Du wirst sehen, es wird nicht perfekt sein, aber es wird sich was ändern.